Guten Morgen zusammen. Ich bin unterwegs zu den Kuhfluchtwasserfällen. Dort gibt es keine Öffnungszeiten. Daher bin ich froher Hoffnung, dass die auch offen sind und begehbar. Wir haben gerade 1 Grad. Es geht schon Richtung 9 Uhr. Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, bis es wärmer wird, weil es ein sonniger Tag werden soll. Aber mittlerweile zieht der Nebel so auf und dann dachte ich mir, komm, leg ich einfach mal los. Wer weiß, was noch kommt. Daher, wenn ihr mögt, wie immer, dranbleiben und lasst euch überraschen. So mache ich es auch. So, erster Zwischenstopp. Kurz bevor ich nach Fachand komme, wo diese Kuhsteinwasserfälle sein sollen. Aber an so einem Flusslauf komme ich halt auch nicht dran vorbei. Ah, das ist so schön. Gestern war ja schon so ein sonniger Tag hier. Da hat man gleich mehr Energie. Und heute die Vorfreude drauf, dass es nochmal so wird. Es sollen 17 Grad werden und das Mitte November. Gestern waren 16. Das ist richtig herrlich. Man konnte in der Mittagszeit mit T-Shirt und kurzer Hose windgeschützt draußen sitzen. So liebe ich den November. Jetzt bin ich auch wieder weg von der Hauptstraße entlang des Flusses. Und man darf sich auch nicht täuschen lassen von der Sonne. Wir haben tatsächlich nur 1 Grad. Und wie immer frisch dann auf dem Rad. Deswegen packe ich jetzt die Kamera auch wieder ein. Und ziehe die Handschuhe an. So sieht es dann hier in Flussrichtung aus von dieser Schleuse. Und hier der Innenbereich. Wie das Ganze hier gesteuert ist, keine Ahnung, weil dort sieht es aus, als wenn das irgendwie von unten hochgepumpt wird und da rauskommt, kann natürlich auch täuschen. Ist schwer zu erkennen. Aber trotzdem schönes Fleckchen. Irgendwie. Ich bin jetzt in Fachand, da ist hier so ein schöner Brunnen an dieser noch schöneren Brücke. Und die muss ich jetzt überqueren, wenn ich das alles richtig verstanden habe in meiner Google-Suche gestern. Und dann geht's gleich hier irgendwo links rein. Entweder die erste oder die zweite. Das sieht nicht gut aus. Dann muss es die zweite gewesen sein. Ja, es war die zweite Straße. Richtung Kuhflucht-Wasserfälle. Jetzt schaue ich mal, wie weit ich da mit dem Rad komme, wann ich das wo abschließe und den Rest dann als Wanderung mache. Wird auch deutlich angenehmer dann von der Temperatur. Gehört eigentlich nicht zum Wandervideo, aber so klasse können öffentliche Toiletten aussehen. Und dann noch in so einem schönen kleinen schnuckligen Gebäude. Also das muss man ja hier der Region anrechnen. Die öffentlichen Toiletten sind echt super modern, picobello sauber und top gepflegt. Und ich sehe hier gerade ein Kunstwerk an der Mülltonne. Gefällt mir auch sehr gut. Und hier am Anfang steht jetzt so eine Säule. Willkommen im Naturerholungspark Kuhflucht. Wo dann auch nochmal so das ein oder andere erklärt ist. Was die Römer hier gemacht haben, was hier vor Christus war, Leute heute und wie man Feste feiert. Aber das brauche ich ja jetzt nicht alles vorlesen, sondern ich mache mich jetzt hier auf den Weg Walderlebnisfahrt Richtung Kuhfluchtwasserfälle. Also erstmal hat das hier den Anschein, dass man das auch mit dem Fahrrad alles machen kann. Jetzt gabelt sich gerade hier der Weg, aber es geht gut voran. Ein bisschen bergauf, aber nicht dramatisch. Und überall diese echt massiven Bänke hier, das gefällt mir ja auch sehr gut. Die sind aus einem Stamm im Grunde, ein bisschen eckig gefräst und fertig. Da ist wahrscheinlich auch nicht das Problem mit dem Vandalismus wie bei uns in der Region, mit diesen leichten Bänken. Da werde ich auch mein Fahrrad nachher dran anschließen an so einer Bank.
wenn man denn nicht mehr weiter radeln kann, sondern wandern darf. Man kann da oben im Nebel so ein bisschen den Berg erahnen. Sieht irgendwie klasse aus. Es ist ein wunderschönes Gelände hier. Und damit es auch nicht langweilig wird, wenn man mit Kindern mal unterwegs ist, ist auf diesem Walderlebnispfad über solche Schilder hier, bin ich ein Tief- oder Flachwurzler. Dann kann man die aufklappen und da stehen immer die Antworten. Und das so alle 50 bis 100 Meter, würde ich mal so grob schätzen. Echt ein tolles Areal hier bis jetzt. Gefällt mir sehr gut. Ja, hier ist nochmal einiges erklärt zu den Wasserfällen. Tosend erleben. Eine Wanderung, die Erholung und Erlebnis besonders gut vereint, ist der einstündige Weg zu den Kuhfluchtwasserfällen. Letztere stürzen sich als tosende Dreiergruppe über mehrere Stufen ins Tal und gehören mit einer Fallhöhe von ca. 270 Metern zu den höchsten Wasserfällen Deutschlands. Sie entspringen vom Plateau zwischen Krottenkopf und Siemensberg, wo sich verschiedene Karstquellen befinden und auf etwa 5 Quadratkilometer verteilen. Karstquellen sind natürliche Stellen im Kalkstein, an denen vergleichsweise viel Wasser austritt. Sie speisen sich aus einem unterirdischen Gangsystem, das versickertes Regen- und Oberflächenwasser führt. Im Kuhfluchtwasserfall ergießen sich so etwa 1500 Liter Wasser pro Sekunde über dem Fels. Dabei sprudelt die Hauptquelle direkt aus der Abschlusswand des Kuhfluchtgrabens. Mit einem Höhesprung von 200 Metern und der Auszeitung vom Bayerischen Landesamt für Umwelt und besonders wertvolle Geotope. So, ich hoffe, das war euch nicht zu viel Gelaber, aber ich fand es wissenswert. Gehe jetzt noch einmal hier runter. So ein kleines Stück, um das einmal richtig zu sehen und zu zeigen. Weil so ein Gewässer, das übt doch auf uns alle Anziehungskraft und Faszination gleichzeitig aus. Oder sehe ich das falsch? Hier ist so ein Barfußpark, wo man dann so seine Füße mal wieder an den normalen Untergrund gewöhnen kann. Und ich selber befinde mich jetzt mittlerweile auf dem Königsweg und zwar zu Fuß, um diese ganzen Ecken hier auch mal genauer zu sehen. Dass man überall mal hingehen kann. Hier zum Beispiel so ein Tretbecken. Hier eine kleine Quelle. Na, gleich mal testen, wie es schmeckt. Na, man muss jetzt aufpassen mit den Holzlatten hier. Ist ein bisschen rutschig. Aber das ist doch herrlich, oder? Hier alles mit Quellwasser oder Flusswasser gespeist. Solche Liegen. Im Sommer bei 30 Grad bestimmt der Hit. Jetzt bei 1 Grad definitiv zu kalt. Also ich muss sagen, ich war ja immer begeistert. In Norwegen hauptsächlich von diesem Quellwasser. In der sächsischen Schweiz, das war auch gut. Aber hier, dieses hier, das ist, ich nenne mal das Ganze sehr mineralisch. So vom Geschmack. Ja. Irgendwie als wenn man am Stein leckt. Keine Ahnung. Ach, das sieht immer schön aus, wo das Wasser da so sprudelt. Hier gibt es ein paar mehr Infos. Der Königsweg am 7.7.1858 besuchte König Max II. Auf seiner Wanderung von Lindau nach Berchtesgaden die Kuhflucht. In seiner Begleitung auch Franz von Kobel, der Dichter des Brandner Kaspar. Eigentlich jetzt nicht relevant für meinen Weg, aber mir ist heute irgendwie danach, euch das mal so mitzuteilen. Licht vielleicht an den mehr Kaffee, den ich heute hatte. Oder an dem guten Pfefferminztee schon, ich weiß es nicht. Aber hier hat man das erste Mal so einen Blick auf einen Wassersturz oder Wasserfall, den ich total klasse finde.
was für eine Kraft das da rauskommt. Herrlich. Ich versuche da mal runter zu gehen. So sieht das Ganze hier unten am Wasser aus. Ich versuche jetzt mal da noch irgendwie an den Fels zu kommen, damit man den Wasserfall auch noch mal sieht. Aber ist das nicht herrlich? Hier noch mal so ein Blick in die Badewanne und dann rüber Richtung Wasserfall. Super schön. Also dieser erste kleine Wasserfall fand ich schon mal ganz toll. Der wird eine Höhe haben von, weiß ich nicht, 4 Metern. Mehr war das gar nicht. Aber wunderschön. Man sieht jetzt gleich, könnte schon so einen Blick erhaschen, wenn man hier hoch ist, auch den Zulauf zu diesem kleinen Wasserfall. Auch das sah schon toll aus. Wahrscheinlich gleich von hier zu sehen. Sekunde. Das ist jetzt nicht direkt das untere Stück, sondern schon wieder eine Etage höher. Aber klasse. Hier erkennt man jetzt schön, wie das da unten in diese Felswanne tost. Beeindruckende Kraft. Und hier vorne sieht man noch mal so ein bisschen, wo der Flusslauf runterkommt. Schön mit den Felsen an der Seite. Unheimlich beeindruckende Ecke hier. Da kommt eins nach dem anderen. Wenn man auch sieht, dass hier so ganze Baumstämme samt Wurzeln mitgerissen werden, dann weiß man, wenn hier Flut ist, was da für eine Kraft hintersteckt. Und hier direkt vor mir zeichnet sich nochmal so ein schöner Wasserfall ab. Heidewitzka. Nach jeder Ecke besser. Da ist auch die Trauer mit der Partnerklamm direkt verflogen, wenn ich sowas sehe. Wunderschön. Jetzt geht's wieder ins Wasser. Das wird ein sehr wasserinhaltliches Video. Weil man hier aber auch mal wieder diese Kraft sieht, wie das da rausschießt. Dort ein weiterer Wasserfall. Es ist heute besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin total happy, ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, hier nochmal das Ganze aus einer anderen Perspektive. Also geballter, solche tollen Eindrücke hatte ich noch auf keiner Tour. Hier ist wirklich nach jeder Kurve, nach jeder Erhöhung irgendwas Wunderschönes, was man sich anschauen kann, wo man hingehen kann.
hier wieder eine andere Perspektive. Und da oben kommt eine Brücke, wo man rüber kann. Ja Leute, ich filme jetzt erst einmal unter der Brücke. Jetzt einmal aus Sicht der Brücke. Ist noch nicht alles. Wenn man so leicht schwenkt, weniger spektakulär, da sieht man auch noch, wie es von dort oben runterkommt. Aber das hier, traumhaft. Und noch einmal eine seitliche Ansicht hier, um auch den oberen Verlauf mal so ein bisschen zu zeigen. Ja, also traumhaft. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich stehe jetzt bestimmt schon eine Viertelstunde und weiß nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Ja, hier nimmt er dann ganz unspektakulär seinen Lauf, wenn man das so sieht. Und jetzt geht's hier dann die Stahltreppen hoch. Das Ganze ist gesichert hier größtenteils durch Stahlseile, weil es doch schon teils recht steil ist. Aber völlig okay. Ist ein gut ausgebauter Weg, der sich hier so hochschlängelt. Hinter mir ist eine Gruppe, die versucht, in den Wasserfall reinzuklettern, um Fotos zu machen. Gewagte Nummer, denke ich mir. Naja, jeder für sein Leben selbst verantwortlich. Hier oberhalb des Weges, ich hoffe, ich schreie jetzt nicht zu laut, kann man in so einen Trog reinschauen, wo das Wasser runterpeilt. Und hier endete der erste Weg. Erkennen. Ja, mittlerweile verzieht sich auch der Nebel, schön zu sehen dort. Und umso höher ich komme und ein bisschen weg vom Wasser natürlich, umso angenehmer wird auch die Temperatur mittlerweile. Also ich habe jetzt die Handschuhe schon aus. Ja, hier brauche ich beide Hände. Was soll mir das jetzt sagen? Ja, auch hier wieder ein herrlicher Ausblick. Nur für Geübte ist relativ, bis hierhin geht's. Ich stehe so ein bisschen schräg am Hang. Deswegen kann ich auch keine anderen Varianten jetzt zeigen, außer so, wie ich ranzoome. Aber das, denke ich mal, ist schon aussagekräftig genug. Ich halte mich nämlich hier parallel an der Wurzel fest, damit ich nicht runterrutsche, weil ich hier so schief am Hang stehe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Schaut einfach.
leider endet hier der offizielle Weg. Und jetzt sind gerade noch welche gewesen, die sind dann hier über die Steine durch das Gras weiter nach oben. Ist aber erstmal kein Weg und Naturschutzgebiet und was so alles dazugehört. Deswegen werde ich das nicht machen und erstmal wieder ein Stück zurück hier und schauen, wo der andere Weg hinführt. Es wird immer besser hier. Alpine Erfahrung, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Ende des ausgebauten Bereichs. Weg weiter zum Fricken. Nur für Geübte. Entschuldigung. Der Weg zum Fricken. Also ich schaue mal, wie weit ich diesen Weg noch gehen kann. Weil so richtig wohl fühle ich mich schon nicht mehr. Weil ihr wisst ja, mit dem Schwindel und so, da habe ich es ja, wenn es um solche Sachen hier geht. Das mag für euch jetzt in dem Video gar nicht so dramatisch aussehen hier. Aber der Weg, geht halt direkt hier an dieser Kante die ganze Zeit. Und zu der Seite, ich mag gar nicht weiter rüber gehen, geht es auch deftig runter. Ich werde das Video hier beenden. Da verlässt mich mein Mut so ein bisschen jetzt. Fühlt sich auch nicht gut an. So das Übliche. Herzrasen und schwindelig und Pudding in der Beine. Deswegen den Genuss, den ich jetzt hatte bis hierhin, super. Also echt super. Kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr hier in der Ecke seid, Garmisch-Partenkirchen, geht auf jeden Fall zu diesem Kuhfluchtwasserfall. Unheimlich beeindruckend. Auf relativ kurzer Distanz ganz, ganz viele Eindrücke. Ja, ihr merkt, ich bin schon mehr als durch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Ciao.